Da sieht alle Leute denken sich auch, was machen die da für eine Scheiße. Genau. So, wir machen jetzt einen kleinen Messerrundgang. Wir dachten, wir machen einfach Freestyle, zeigen euch so die wichtigsten Dinge und so weiter. Dann werden ein paar Leute überraschen. Ja, ich denke auch. Es wird bestimmt sehr lustig werden. Und ich weiß selber noch nicht, was wir jetzt hier machen werden, oder? Weil Highlight-Video habe ich ja schon gemacht, aber ich glaube, wir machen irgendwas anderes, oder? Ein Lowlight-Video. Ja, sicher. Ein Lowlight-Video ist immer gut. Wir können machen ganz viele Videos. In den China-Pavillon gehen, da finden wir schon einige Sachen, die nicht so geil sind. Du meinst, wir machen mal eine Inspektion da bei denen? Ja, genau. So ein Lowlight-Video, weißt du, was so nicht geil ist und so weiter. Ach so, okay. Sollen wir uns mal auf die Schaukel setzen? Ja, ist doch viel erotischer. Ja, aber das, ich will mir nichts brechen bei, ne? Nicht, dass da irgendwas passiert. Da passiert gar nichts. Ja, wo soll ich jetzt sitzen? Ah, gar nicht. Ja, super. Na Jan, und wie ist es so zu stehen? Richtig beschissen. Wo ist eigentlich der Kollege, der uns jetzt hier an... Also, ich dachte, das wäre jetzt eigentlich so, da angeschubst, oder? Ich dachte, die Messe wäre eigentlich auf Sicherheit gelegt, weißt du, dass alles nach DGUV geprüft wird, aber offensichtlich ist das hier nicht der Fall. Ja, vor allem, wenn du dich darauf setzt und da erstmal ein Gewisch kriegst. Jetzt können wir gar nicht mehr schubsen. Das ist scheiße, ne? Muss hier nicht ein PE dran sein? Ja. Ich komm wirklich einer, weißt du, und sag, komm sofort nach runter. Hau doch nicht mal. Das dürft ihr nicht. Muss ich eigentlich gleich rausspringen? Ey, nee, also pass auf, das ist die Jake jetzt, also nicht nachmachen bitte. Also, ja, wir machen gleich so einen geilen Move. Weißt du, der Kameramann steht genau vor uns und bei 5, ne? Also nicht bei 3, sondern bei 5 springen wir beide zusammen über den Kameramann. Er trägt mich doch bestimmt, oder? Ja, bestimmt. Dann machen wir so eine Dirty Dancing Hebefigur oder was? Das ist schon sexy. Und wir können mal eine Mütze reinschmeißen. Mach ich auch gar nicht. Das ist echt. Sollen wir woanders hingehen? Ja, langsam wird's lame. Ey, ich wollte sagen, langsam sagen, weil ich. Aber wir können ja mal versuchen, irgendwie runterzuspringen, ne? Ich geh von der Planke. Alter, da bricht das Ding zusammen, wenn du runterspringst. Ah. Jetzt noch so ein bisschen so. Das war irgendwie ein bisschen lame, ne? Ich fand meinen ein bisschen epischer gerade. Ja, du hast ja kein Mikro in der Hand. Nee, aber ich habe Gewicht an der Tasche. Ist auch geil, dass der Kameramann sich jetzt einfach auf die Schaukel setzt, ne? Geil, wa? Ja. Du wirst dafür nicht bezahlt. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die heiligen Hallen. Gehen wir mal in die Halle rein, ne? Ja, würde ich sagen, ne? Hier draußen ist viel zu schönes Wetter. Für die ganzen Stagehands, wir sind ein bisschen lichtscheu, ne? Techniker kennen schönes Wetter nicht. Nee, wir sind immer in irgendwelchen dunklen Clubs oder irgendwelchen Hinterbühnen, deswegen ja, ja. Alles. Ich würde sagen, lass uns mal losgehen. Komm, los. Ja. Reinsprechen. Hallo, 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 hallo? Jan, bleibst am besten beim Licht. Hi Stefan, grüß dich. Du sag mal, wann fangt ihr eigentlich auch an, Licht zu bauen? Licht zu bauen? Verlangen wir noch auch schon, oder nicht? Wir arbeiten erstmal an dem Siemens Lufthaken. Und wenn wir den fertig haben, dann fangen wir mal mit guten Moving Heads an. Ja, ich bin gespannt auf den Siemens Lufthaken. Nee, gab's ja schon. Ist der schon bald verfügbar? Der ist bald verfügbar. Der kommt dann oben an unsere Easyfly Mechanik. Oh, ah, das geil. Ist ja wunderbar. Da freue ich mich schon auf jeden Fall drauf. Siehst du, ne? Innovation bei Voice Akustik. Immer ja, wieder. Ja, wunderbar. Mit allen Hardware-Teilen, die wir haben, dann kompatibel. Ja, das ist ja wunderbar. An Moving Heads haben wir ja schon eine gute Marke in Deutschland mit GB Lightning. Die hält die Fahne ja schon hoch für Qualität Made in Germany. Sehr sympathische Firma. Sehr gut, alles klar. Wissen wir das auch schon. Wenn es eine Lücke geben würde, dann würden wir da reingrätschen. Aber da kann man nichts besser machen. GB ist schon gut. Ja, weil du mit dem Siemens Lufthaken bist du schon ganz oben dabei. Ja, das verkaufen wir natürlich nachher auch an die Lichtfirmen dann. Ne? Ja, sehr gut, alles klar. Ich bin gespannt. Alles klar, danke schön. Drei Lufthaken wäre da. Easy, wir wollen ja sagen. So, Nico, wir müssen jetzt weiter hier. Nicht so lange quatschen. Alles klar, ja, komm, wir gehen. Ich hab okay, wie ich zu warten auf den scheiß Fahrstuhl. Ich natürlich auch nicht, nein. Du sag mal, Nico, was ist das denn eigentlich? Ich hab keine Ahnung, ich denke mal, es ist aus wie ein Fundbüro für Packcases, kann das sein? Ja, das kann gut sein, ne? Los, die Richtung. Du sag mal, Nico, wo wollen wir jetzt eigentlich als nächstes hin? Irgendwo, wo Licht ist, immer nur laut. Ich will mal was sehen, Mann. Ja, du musst doch ein bisschen geblendet werden, ne? Ja, na eben, nicht immer laut. Guck mal da, Nico, richtig geiles Licht. Guck mal, da hinten steht auch ein Kollege, der kann dir bestimmt auch richtig gute Fragen beantworten, ne? Ich will direkt mal was fragen. Ja, willst du direkt was fragen? Das also ist ja schon schön auf jeden Fall. Hat der auch ASMBU, Dante und so weiter? Kann man da ein bisschen mit dem Equalizer spielen? Ich meine, an sich ist das ja schon cool. Ist cool, vor allem das Allerbeste ist, man kann drauf grillen. Nein, das geht? Das geht. Ja, grillen. Und er weckt einen früh.
Das ist aber echt innovativ, bringt, ne? Bringt die Zeitung und weckt einen früh. Also ist der Hammer. Deswegen ist es auch total beliebt mittlerweile. Ja. Ne? Also geht ja schon durch die Medien. Also man, deswegen seid ihr wahrscheinlich auch da. Ja, sicher, also ja, logisch, schnell, ne? Weiß man doch. Das ist der Hammer. Unmotorisiert, Ton, Licht, Grillen, das ist der Hammer. Ja, geht alles. Unglaublich. Nur bei Steinicke. Ey, das ist super. Dann gucken wir gleich mal weiter. Ja, ich würde sagen, das ist ey, geil, cool. Vielen Dank. Ja, super, ja, geil, super. Nico, du hast echt überhaupt keine Ahnung von Licht, ey. Ja, das war schon in unserem kleinen, sagen wir mal, bekloppten Video. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war echt ein bisschen abgedreht, sag ich mal. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es da unten in die Kommentare rein. Vielleicht können wir es ja nächstes Jahr wieder machen. An sich hat es uns echt nämlich mega Spaß gemacht. Und es lockert so ein bisschen die Stimmung auf der Messe auf. Ja. Und die... Sagen wir mal, die Blicke von anderen Menschen sind auch sehr interessant und auf sehr lustig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn ihr noch geilere Ideen habt, was man noch machen könnte auf der Messe, schreibt es auch unten in die Kommentare. Und vielleicht machen wir nächstes Jahr auch wieder so ein cooles Video. Man kann es ja steigern. Auf jeden Fall. Ne? Und ich bin gespannt auf eure Reaktion. Ja, auf jeden Fall. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao. Ey, das wird aber der Traum mit dem Seitenwechsel, ne? Ja, ja. Das läuft schon. Das ist mir schon echt eingespielt. Nee, ist ein bisschen... Guck mal, die Leute trauen sich jetzt auch alle nicht mehr hinter uns zu fahren. Also wir können doch eigentlich noch weiter runtergehen, oder? Bin ich jetzt im Fernsehen?